kümmern wir uns mal um die schönen Themen des Tages. Endlich in der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Da gibt es jetzt richtig was zu sehen, denn die Löwendrillinge sind da. Sind die nicht niedlich? Diese süßen Aufnahmen stammen aus Gelsenkirchen. Nicht ein, nicht zwei, sondern gleich drei kleine Löwenbabys brachte Löwin Fiona am 8. Oktober in der Zoom-Erlebniswelt zur Welt. Die ersten beiden Jungtiere kamen am frühen Morgen. Das dritte ließ sich etwas mehr Zeit und folgte am späten Vormittag. Um die 1,3 Kilogramm wogen die Jungen bei der Geburt. Ausgewachsen bringen die Löwen knapp 150 bis 240 Kilogramm auf die Waage. Knapp ein Monat ist seitdem vergangen. Der Mutter und den Kleinen geht es sehr gut. Die jungen Löwen entwickeln sich prächtig, spielen und toben ausgelassen miteinander. Bei der Aufzucht der Drillinge bekommt Mutter Fiona Hilfe von ihrer Zwillingsschwester Lissy. Die 4 Jahre alten Löwinnen wirken sehr gelassen. Noch erkunden die Neuankömmlinge nicht den Außenbereich des Geheges. Aber allzu lange wird es nicht mehr dauern. Dann werden die niedlichen Kätzchen sich auch draußen umschauen. Übrigens, die Tierpfleger können die drei jetzt schon gut auseinanderhalten. Das eine ist eher hell, das andere sandfarben und das dritte hat ein cremefarbenes Fell. Haben Sie auch erkannt, oder? Na klar, wirklich zu süß. Und wir schalten jetzt zu unserem Kollegen in den Gelsenkirchener Zoo, Bildreporter Michael Engelberg, der steht dort. Michael, hast du denn schon einen Blick auf die drei niedlichen Neugeborenen werfen können? Und bei dir steht auch die Zooleiterin. Genau. Ja, guten Morgen hier aus Gelsenkirchen. Ich gehe schon mal sofort zur Seite. Ja, also ich kann nur sagen, oh, süß. Und wenn der Kameramann mal zeigt, in der zweiten Etage wird schon geratzt. Die drei haben schon einen sehr, sehr aufregenden Vormittag gehabt. Mutter Fiona liegt hier völlig entspannt an der Glasscheibe und hat hier natürlich alles im Blick. Aber ich kann tatsächlich nur sagen, oh, süß. Aber hier haben wir tatsächlich Sachverstand, und zwar Wiebke Wolf. Sie ist Revierleiterin hier. Frau Wolf, jetzt fühle ich Ihnen ein bisschen auf den Löwenzahn. Wie geht Ihr Herz auf, wenn Sie das sehen? Oh, mega, mega. Also auch, ich bin eigentlich nicht so der Verniedlichungsmensch, aber das ist süß, ja, muss man so sagen. Es ist herrlich, es erleben zu dürfen. Ich bin seit 25 Jahren hier und ich hatte noch keine Löwenbabys hier. Wir waren ja jetzt verständlicherweise alle bei der Geburt nicht dabei, sind nicht so nah dran, was auch sehr, sehr gut ist. Sie sind richtig nah dran. Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit. Was ist das für eine Bindung gewesen, für Entbindung? Erzählen Sie mal ein bisschen. Ja, also so natürlich war es nicht, dass man nicht dabei ist. Also zwei sind in der Nacht gekommen und eine ist aber noch im Laufe des Tages halt nachgekommen. Und es ist einfach Wahnsinn. Die Mama hat am ersten Tag richtig doll aufgepasst und da war sie auch nicht nett und hat gesagt, ihr bleibt auf Abstand. Aber ab dem zweiten Tag war sie so entspannt und wie immer begrüßt sie uns morgens am Gitter und präsentiert die Jungtiere. Also es ist total schön. Sie ist auch ganz gechillt, wenn sie halt ihren Spaziergang draußen machen. Sie gehen jeden Tag halt nach draußen zum Löwenkater und die Jungtiere bleiben einfach zurück, da wo sie hingehören. Und sie weiß, es passiert nichts und wir machen nur sauber und ja, wir genießen das natürlich dann, ohne Mama bei den Jungtieren mal zu sein. Jetzt wird ja schon so ein bisschen relaxed. Ah, da ist gerade, hat einen ein bisschen das Auge aufgemacht. Wie ist denn so der Rhythmus mit den Tieren? Erklären Sie uns das ein bisschen. Ja, wenn wir morgens kommen, dann sind sie sogar wirklich noch verpennt. Ganz oft liegt Fiona noch auf der Seite und alle haben eine Zitze im Maul und pennen dabei. Und dann werden sie nach und nach so langsam wach. Dann kommt so ein bisschen Action da rein. Und dann sagen die beiden schon, also die beiden Großen, Mama und Tante, so, jetzt würden wir gerne Füße vertreten. Dann gehen sie nach draußen. Wir können rein und halt sauber machen soweit. Wobei auch die Großen sehr, sehr sauber sind. Sie lecken ja die Jungtiere sauber, sodass es davon überhaupt keine Sachen wie Kot oder Urin da drin gibt. Und die Großen machen ihr Geschäft noch draußen, aber es werden Knochenreste rausgeholt. Und ja, und dann kommen sie irgendwann wieder rein. Die Jungtiere pennen in der Zeit meistens. Und dann ist aber Action, sobald die merken, Mama ist wieder da, die Milchbar ist da, jetzt gibt was zu essen. Und Action ist tatsächlich auch seit heute. Seit 10 Uhr ist auch für die Besucher, sind die Jungtiere hier zu sehen. Und damit gehen wir zurück nach Berlin. Vielen Dank, Michael. Wirklich maximal niedliche Bilder. Ich glaube, wir müssen mal wieder nach Gelsenkirchen in den Zoo.